Was sich gestern an den Märkten abgespielt hat, das war so typisch für die Methode Trump. Neue Allzeithochs, weil Donald Trump ein Problem schafft, das vorher gar nicht da war, dann in gewisser Weise einen Rückzieher macht. Das war beim Handelsdeal so, das war gestern beim Iran-Deal, beim Iran-Konflikt so mit der Rede von Donald Trump. Naja, der Iran hat sich zurückgehalten, ich werde irgendwelche Sanktionen verhängen gegen den Iran, welche sollen das noch sein? Aber ansonsten nicht militärisch zurückschlagen, das war das Signal, das die Märkte hören wollten. Aber dann spät abends gestern doch ein bisschen Konfusion, nämlich Einschlag von Raketen, wie Al-Arabiya hier sofort dann getwittert hat. Drei Katyushas in der grünen Zone in Bagdad, die Märkte zunächst mal ein bisschen geschockt. Aber dann sagt man sich, naja, ist wahrscheinlich die Hezbollah im Libanon, das sind Einheiten, die eben nicht jetzt direkt dem Iran unterstehen, eigenständig in gewisser Weise natürlich mit dem Iran liiert, aber ist ja auch nichts passiert, keine toten Amerikaner, das ist das Kennzeichen, wenngleich auch Rand Paul zum Beispiel anmerkt, naja, man muss schon irgendwie hirntot sein, er sagt, das ist sozusagen ja kaum glaubhaft, dass die Amerikaner die Wirtschaft maßgeblich sanktionieren, der Iraner Embargos verhängen, dann einen maßgeblichen, wenn nicht den maßgeblichen General töten. Und dann sagte der Iran, ja okay, lass uns mal reden, das wird nicht passieren, wir werden also weiter Nadelstiche haben. Die Frage ist, werden diese Nadelstiche ausreichen, um einen größeren Konflikt zu provozieren? Dazu müsste es wahrscheinlich, so hart es klingt, amerikanische Opfer geben, damit Donald Trump da nochmal reagiert. Wir haben Neues zum Flugzeugabsturz, der sagt der Iran, gestern ja diese Boeing 737 abgestürzt, die Maschine hatte technische Probleme und wollte gerade wieder zum Teheraner Flughafen zurückkehren, nachdem sie da kurz vorher gestartet war. Aber der Iran weigert sich, diesen Flugschreiber herauszugeben. Das macht die ganze Geschichte natürlich ein bisschen tricky. In Sachen Neuigkeiten haben wir hier noch die Erzeugerpreise aus China wieder rückläufig 0,5%. Das ist schlecht für die Unternehmensprofite im Reiche der Mitte. Wir sehen aber gleichzeitig die Verbraucherpreise um 4,5% steigen zum Vorjahresmonat, also ziemlich heftige Inflation auf der einen Seite, was die Verbraucherpreise betrifft, und Deflation, was die Erzeugerpreise betrifft. In China könnte gleichwohl das Aktienjahr oder das könnte der beste Markt sein bei den größeren Aktienmärkten, weil eben die Notenbank in China noch reichlich Luft hat, noch reichlich Zinssenkungen machen kann, Einlagezins etc. Das ist möglich. Apropos China, Bloomberg berichtet hier, dass das Reich der Mitte deutlich jetzt nochmal die Sojabohnenimporte nach oben geschraubt hat. Das wird bedeuten, dass man so viele Sojabohnen in nächster Zeit von Donald und den Amerikanern nicht wird kaufen können. Heute sind keine wirklich wichtigen Termine. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass der S&P 500 gestern etwas gemacht hat, was er noch nie gemacht hat, wie hier Sentiment Trader berichtet, nämlich ein 10-Tages-Tief zu machen, nämlich in der Nacht auf Future-Basis und gleichzeitig dann ein 52-Wochen-Hoch, also praktisch ein Jahreshoch, das ja auch ein Allzeithoch war, hat es noch nie gegeben seit den 1980er Jahren, seit diese Daten vorliegen. Und wir sehen natürlich extreme Bewertungen an den Märkten. Hier etwa Tesla, hier hat Charlie Bellello mal Marktkapitalisierung verglichen. Tesla Umsatz 24 Milliarden, General Motors 145 Milliarden, also knapp das Siebenfache. Tesla Marktkapitalisierung 89 Milliarden, General Motors 50 Milliarden und das geht so weiter. Tesla deutlich mehr jetzt wert als Daimler und BMW und es wird noch krasser. Inzwischen ist Tesla auf dem Weg dahin, Volkswagen zu überholen, einen Hersteller, der ein Vielfaches dessen umsetzt, was Tesla umsetzt. Das zeigt so ein bisschen die Euphorie, zeigt so ein bisschen den Wahnsinn an den Märkten. Die Notenbanken und Donald machen es möglich. Was wir hier sehen, das ist der Chart des DAX. Wir sind aktuell in der Taxe bei 13.437, fehlen noch gut 100 oder etwa 120 Pünktchen nach aktuellem Stand. Wir sehen den S&P 500 3.266. Hier sehen wir nochmal diese kleine rote Kerze, das ist ein größerer Chart, als diese Katyusha-Raketen einschlugen. Wir haben neue Allzeithochs beim Nasdaq gesehen, 8.947. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1114. Dollarstärke also wieder. Wir sehen, dass Gold weiter Probleme hat, 1551, nachdem wir gestern bei 1500
1609 waren und wir sehen, dass nach wie vor Öl ein bisschen deprimiert ist. $59,63, nachdem wir gestern schon über der 65er Marke waren. Und ich will darauf hinweisen, auf ein Webinar heute, das ich veranstalte, der turbulente Start ins neue Jahr. Da schaue ich mir einige Charts an, schaue einige Dinge an, versuche so ein bisschen eine Perspektive zu entwerfen, was kommen wird. Sie können das Webinar verfolgen unter facebook.com, capital.com, Deutsch live. Hier der Link, ich mache Ihnen nochmal ins Video rein. Und hier die Seite mit dieser etwas merkwürdigen Visage. 20 Uhr würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Es wird wahrscheinlich das letzte erstmal sein für längere Zeit. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen, was haben wir heute? Donnerstag. Bis dann. Servus.